Startet die Aufnahme oder startet sie nicht? Das ist die Frage, die uns gerade alle stellen. Ja, die Aufnahme startet. So, hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. So, wir haben einen anderen Weg gefunden und werden auch diese Zugangsbrücke passieren. Denn wir sind immer noch Barbas auf den Fersen. Barilza, hi, du bist auch schon da. Hi. Müssen wir mit dir reden? Nee, ne? Signo-Meister, Wiebecks Spielzeug hat seinen Weg gefunden, so wie ihr sagtet. Wo ist der Dulli? Aber Barbas hat so lange. Was hat Wiebecks Spielzeug denn? Wiebecks Spielzeug hat mich, nervige Kreatur, hier entlang. Okay. Dann wollen wir mal den lieben Barbas auf die Schliche kommen. Mal gucken. Mehr gespannt, was das hier noch für Wendungen nimmt. Okay, die Wendungen sind böse. Wo ist Barilza schon wieder? Barilza ist hier. Du hast nicht vor zu kämpfen, oder? Na gut, dann musst du dich doch wieder machen. So. Aua! Fixkopf. Auf zu blocken. Alter. Barilza, kannst du mir auch mal bitte helfen? Du hast einen Zauberstab. Setz ihn ein. Was war's mit euch beiden? Kommst du, Barilza? Findet Barbas. Okay, gehen wir hin. Die sind schon wieder diese komischen Klingen, die nur Unschaden machen können. Ich höre Barbas aber nicht. Ach komm. Alter, Alter, hallo! Alter, diese Klingen, ne? Sie sind so assi. Heil dich mal bitte hoch. Danke. Ach süß. Ich kann auch sagen. Alter! Langsam reicht's! Hallo! Alter! Das ist echt gerade ein ekliges Bad hier gerade, was wir uns gerade hier bedienen. Okay. Down! So! Barilza, wo bist du? Warum hilfst du mir denn nicht? Also wenn ihr gerade merkt, dass ich vielleicht gerade ein bisschen wenig kommentiere und ein bisschen stiller bin. Es ist gerade, ich guck mal auf die Uhr, ach, es ist schon wieder 5 Uhr morgens. Die Nacht haben wir gleich wieder durch. Ich bin müde. Egal, wir ziehen das heute durch. Ich beende die Aufnahmesession jetzt nicht. Wir sind schon wieder bei 7 Folgen Aufnahme, aber das kriegen wir hin. Eines von Sotasins bevorzugten Ateliers. Ich denke, Barbas ist bereits drin. Mhm. Das hinter mir ist das Atelier. Es ist nicht nur die Werkstatt, in der Sotasil mit göttlicher Energie experimentierte. Es beherbergt außerdem eines der Reservoirs, die genutzt werden können, um die Stadt mit Energie zu versorgen. Und derzeit ist es mit Vivex Energie gefüllt. Und Barbas ist dort drin? Ganz sicher. Sunara hat ihn geradewegs dorthin geführt. Der Hund wird nicht lange brauchen, um herauszufinden, wie er auf Vivex gestohlene Energie zugreifen kann. Dann wird er versuchen, ein Portal für seinen Meister Clavicus Vile zu öffnen. Kann Barbas wirklich Vivex Energie benutzen, um ein Portal zu öffnen? Vielleicht. Wahrscheinlich. Es besteht sehr wohl die Möglichkeit. In jedem Fall glauben es der Hund und sein Meister. Ganz gleich, ob das nun tatsächlich klappt oder nicht. Ihr müsst dort hinein und ihn aufhalten. Die Gefahr ist zu groß, als dass man sie ignorieren könnte. Ja, ist klar, aber erzählt mir mehr über das Atelier. Wie ich schon sagte, hat Sotasil in diesem Atelier Sunara benutzt, um Experimente mit seiner eigenen göttlichen Energie anzustellen. Das Reservoir, das sich in ihr befindet, wurde eigens dafür entworfen, eine derart gewaltige Macht in sich zu bergen. Was Werkstätten anbelangt, ist sie ein wahres Weltwunder. Okay, dann lasst uns Barbas aufhalten gehen. Lasst uns unser Schicksal einfordern. Nein, nein, das ist nicht ratsam. Das was? Atelier hat Verteidigungen. Ihr habt keine Ahnung, was es tun wird, falls es einen von Sotasils Lehrlingen als Feind deklariert. Und ich genauso wenig. Geht. Ich werde die Steuerung dort drüben benutzen, um euch von hier draußen zu helfen. Okay, in Ordnung. Ich geh rein. Komm. Just for fun. Betretet das Göttlichkeitsatelier. Das klingt wirklich gerade Endboss-mäßig. Endboss-mäßig. Also wenn wir gleich wirklich auf den Boss des Todes treffen. Aber was? Doch, bin da. Pech gehabt, tut mir leid. Fuck you! Was ist das denn? Oh shit.
Kann ich dem schaden? Der hat doch ein Schild. Kann ich dem schaden? Ach scheiße, ich krieg Schaden. Fuck you. Okay. Alter, wie viel Schaden krieg ich denn? Alter! What? Das überlebe ich nicht. Hallo! Hallo! Heilen! Das überlebe ich nicht. Alter! Was? Ja, ich will hier respawnen. Okay, wir brauchen eine Strategie, den kriegen wir so nicht hin. Ich kann einmal einen Heiltrank einsetzen, aber ich habe keine aktive Heilbuff-Fähigkeit. Warte mal, ich hab noch eine Idee. Fertigkeiten. Ja, ich kann Magiker reinballern. Tiergefährten. Wir ballern unseren ungezähmten Wächter rein. So. Mit etwas Glück wird er dann nämlich unseren ungezähmten Wächter anfokussieren und uns in Ruhe lassen. Fokussierst du bitte meinen ungezähmten Wächter? Hallo, den Wächter fokussieren. Aber er fokussiert den Wächter, sehr geil. Nein, er fokussiert nicht den Wächter. Ich versuche mal Fernkampf zu setzen. Aber der Wächter lenkt ihn ab, das ist sehr geil. Aua! Nein! Lass das. Der Wächter lenkt ihn ab, das ist sehr geil. Jetzt kommen ja auch noch die Klingen, sehr gut. Aber der Wächter lenkt ihn ganz gut ab, das ist sehr gut. Aber ich komme nicht an den Ra- an, hallo! Die Klinge, das ist ja assi. Ich heile mich mal gegen. Ich brauchte wirklich mehr Magika, um das alles jetzt hinzubekommen. Aber der Wächter damaged den schon gerade mega, ne? Der Wächter macht das jetzt alleine. Alter, Bärli, was hast du denn für eine Power? Ach, du Scheiße! Okay, du willst das so. Dann machen wir jetzt... Kontorsionsdämpfer aktiviert, öffnet das Gewölbe und zerstört seine Verteidigungen. Hab ich vor. Okay. Okay. Zerstört die zentralen Kern, pipapo. Okay, machen wir. Da ist der Dämpfer. Ist zu. Okay. Dann noch zum anderen rüber und dann geht's rein in die große Kammer. So, hier sind wir, ne? Kann ich den... Hä? Soll ich den nicht zerstören? Hallo? Ich hab den doch schon zerstört. Ach so, da weiter. Ach so. Okay. Ich hab schon gecheckt, ja. Da ist noch so einer. Ne, das sind kleine. Okay. Und ein großer. Geil! Noch geiler. Alles klar. Okay, langsam wird das jetzt echt gerade... Hallo, das ist kein Gruppenboss hier. Warum sind das so viele Feinde? Okay, ich würde sagen, wir gehen zuerst auf die Kleine und danach gehen wir auf den Großen. Ich denke mir, das ist eine gute Idee. Ich konzentriere mich mal ein bisschen, ne? Das ist wirklich gerade Endboss-like, ne? Was? Fahr... Bleib doch stehen! Das ist wie diese Klingen, die nicht stehen bleiben. Na komm, ein bisschen Flächenangriff kriegen können wir ab. Ja, das ist assi, dass der hier rumfährt. Und einmal noch. Und schau. Einen haben wir noch. Okay, wenn wir schon hier sind, kann ich mal mein Ulti einsetzen. Macht das den Bären nicht stärker normalerweise? Ich habe keine Ahnung, was das wiederholte Einsetzen der Ulti mit sich bringt. Down, so, dann gehen wir auf den Boss. Alles klar, okay, jetzt drauf auf den Uhrwerksvermittlerkern. Alter. Das ist schon krass, das Teil, ne? Wenn das einen fokust, aber dadurch, dass unser Bär quasi hier quasi den Tank macht, greift er mit seinen Primärangriffen nicht uns an, sondern den Bären. Also unseren kleinen Bärli greift er an. Okay, Bärli, ich heile dich mal. Ich habe keine Ahnung, was das wirklich bewirkt. Scheiße, ich bin schaden, wenn wir da drin bleiben. So, drauf. Okay, das sollte es gleich gewesen sein. Zack! Die Steuerung reagiert, öffnet das nördliche Gewölbe und zerstört seine Verteidigung. Kriegen wir hin, keine Sorge. Diese ganze Verteidigung, Mann, das ist eine... Okay, ich sollte nicht zu viel laufen, weil sonst verbrauchen wir zu viel Ausdauer, was uns dann im Kampf fehlt. Wo mal rein zu lunsen. Ne, geht nicht, okay. Aber da geht es auf jeden Fall ziemlich weit nach oben. Ja. So. Torsionsdämpfer. Und es geht auf. Ja, kannst du bleiben, danke. Was wird uns denn jetzt auf uns warten? Bärli, bist du da? Ja. Nur der Kern? Das glaube ich jetzt eigentlich, dass es nur der Kern ist. Ich hab doch nichts gegen. Nee, da kommt noch anderes Zeug. Die Spinnen kommen. Käfer. Mechanische Käfer kommen.
Okay, ich kümmere mich um die Käfer, du kommst kurz um die Großen, okay? Ich setz mal die Ulti ein, egal was die bringt. Aua, aua, was ist das? Pfui. Ha! Dieser Kern macht schon deutlich Schaden. Ich darf nicht in diesem Flächenangriff stehen bleiben. Sonst sind wir sehr schnell down. Das haben wir ja im den einen Kampf gesehen, wo wir gestorben sind. Ciao! So, der große Tod ist der kleine Tod. Der Dämpfer ist aktiv. Öffnet ihn und betretet das Energiereservoir. Ja, sehr schön. Dann wollen wir uns Fürst Vivek's göttliche Energie zurückholen. Unser Recht einfordern. So, es ist offen. Nee, noch nicht, aber gleich. So, hier sind wir. Nicht zu viel rennen, Rayon. Du verbrauchst Ausdauer. Seltsame Fluktuationen voraus. Barbas. Besiegt Barbas. Besiegt Barbas. Oh nein. Ich will nicht. Wir machen hier einen Cut. Folge zu Ende. Nee, Spaß. Mann. Ich hab das Gerät in eine Portalmaschine verwandelt. Alter. Das sieht krass aus. Nehmt ihr meine neue Rüstung? Nein. Ich wollte was Besonderes tragen, wenn ich euch umbringe. Bärli, gehst du drauf? Versuch doch rundum zu bringen. Mal gucken, wie weit du kommst. Okay, das ist ein heftiger Boss. Man hat hier sogar ein Gruppenboss-Icon dabei. Geil, danke dir. Okay, leichte Concentration. Alter! Schon geil inszeniert, ne? Scheiße, ich bin gestumpt. Bärli. Alter, Concentration. What? Da war ich zu spät mit den Blocken. Heil dich mal, Rayon. Wo ist er? Da öffnet sich Portale. Shit. Hier haben wir wieder ein paar Babydrachen drauf. Alter, Bärli, bleib am Leben. Alter, der Bär macht gerade den meisten Schaden. Aua, ich bin wieder zu spät geblockt. Ach du Scheiße. Versuch mal zu stunnen. Bärli. Hier ist er nicht. Der Weg ins Reich des Vergessens öffnet sich. Okay, Barbas. Ich bräuchte Magica, verdammte Scheiße. Ich bräuchte wirklich mehr Magica, damit ich mehr Babydrachen reinragen kann. Aber wenigstens weiß ich, dass ich jetzt blocken soll. Komm doch. Jetzt willst du nicht, oder wie? Okay, jetzt fokussiert er sich wirklich auf den Wächter. Das ist sehr geil, da kann ich von hinten angreifen. Dann machen wir wieder deutlich mehr Schaden, das ist sehr geil. Alter. Was der Leben hat. Wo ist er? Alter, Bosskampf ist so, das ist wie geil. Ah, das hypt gerade, ne? Der Bär! Nein! Lass meinen Bär liegen in Ruhe. Ich bin gestunt. Hallo, lass das bitte. So, Angriff! Komm, jetzt bringen wir es zu Ende. Komm schon, Bärli, hau drauf! Das war's! Oh shit. Bärli, hau drauf! Woo! Geil! So, Sunara ist mein. Besorgt Sunara, haben wir gerade. Nach ihr euch Sunara, dann holt Fürst Vivek's Energie aus der Reservoirleitung. Die ist wo? Sehr viele Interferenzen. Das macht es schwer, einen Zielort. Da lang. Geil. Kehrt den Energiefluss um, alles klar. So ein guter und treuer Hund. Ja, fürs Erste genug getan. Barbas. Ich erinnere mich, das ist... Plot Twist! Barbas! Dieser Hund!
Da gab's im Spiel Skyrim eine Quest, wo man den Hund einem dädrischen Prinzen zurückbrachte. Das war dieser dädrische Prinz und das war dieser Hund Barbas. Das war eine Quest aus Skyrim, wo dieser Hund und der dädrische Prinz, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, der Prinz, gegen den wir gerade angekämpft haben, die beiden, die waren in der Quest hauptentscheidend. Das war eine Quest aus Skyrim, wo die beiden dabei waren. Geil, schön. Das ist auch ein bisschen überlappt. Das finde ich geil. Ist ja eigentlich dieselbe Welt. Aber geil, dass diese Dedra wirklich in mehreren Spielen auftauchen. Das finde ich jetzt geil, okay. Das habe ich wirklich gerade erkannt. Wahrscheinlich konnte man es wesentlich früher erkennen, aber ich habe es gerade eben erst erkannt. Egal. Ihr seid also die Sterbliche, die meinem armen Hund ja so viel Ärger gemacht hat. Ich schätze, wir sollten uns unterhalten. Nur ihr und ich. Das ist dieselbe Statue wie in Skyrim. Wie geil. Ja, wir könnten uns unterhalten. Gerne. Hallo, unterhalten, hallo. Ja. Wie könnt ihr es wagen, meinen Hund zu züchtigen? Er wollte doch nur seinem Herrchen gefallen. Und ich würde keiner noch so unbedeutenden Kreatur, die euch am Herzen liegt, auch nur ein Haar krümmen. Euch hingegen muss man dringend Manieren beibringen. Barbas hat versucht, Fürst Vivek zu töten und Wadenfeld zu vernichten. Tatsächlich, so viel Ehrgeiz. Wie ihr sehen könnt, ist Barbas kein böser Hund. Er wird nur schnell aufgeregt und übereifrig. Er hat meinen Plan ein wenig ausgeschmückt, aber am Ende hat sich alles gefügt. Und wir haben die Stadt der Uhrwerke gefunden. Dann habt ihr also doch versucht, die Kontrolle über die Stadt der Uhrwerke zu erlangen. Ist das so? Dieser kleine Floh hält sich für schlau, aber meine Pläne übersteigen seine Vorstellungskraft. Doch indem ihr das Unvermeidliche hinausgezögert habt, habt ihr mir und meinen Verbündeten einiges an Scherereien bereitet. Ihr werdet so lange hier bleiben, bis ihr keine Gefahr mehr seid. Wie hören sich denn ein paar Jahrzehnte für euch an? Ach nein, danke. Ich glaube, ich finde schon allein heraus. Meister. Kein Problem. Aushund! Habt ihr nicht... Wartet! Wer wagt es, meine Standpauke zu stören? Hab euch! Hier drüben! Oh, Clavicus Vile. Das ist nicht gut. Hey, Barilza, alter Freund. Irgendwo zwischen der Stadt der Uhrwerke und Vivek habe ich euch verloren. Aber es war recht leicht, eurer Energiesignatur zu diesem dädrischen Schrein zu folgen. Unglücklicherweise stört irgendeine Kraft meine Bemühungen, ein Portal für euch zu öffnen. Es ist Clavicus Vile. Er will mich hier für ein paar Jahrzehnte einsperren. Das wäre höchst bedauerlich für euch. Zum Glück habt ihr mich, um euch beizustehen. Nun, mich und Sunara. Setzt eine kleine Menge von Viveks Energie bei der Statue ein. Das sollte als Ablenkung genügen, damit ich euch dort herausziehen kann. Okay, dann wollen wir mal die große Waffe Sunara auf die Feinde höchst selbst anwenden. Also, ich lange euch jetzt. Fertiger Zaubermeister. Bitteschön. Das war eine kleine Menge. Das war eine kleine Menge. Was? Okay. Ja, ist okay. Ja, ich weiß, wie man einen Wegpunkt auf der Karte setzt. Das brauchst du mir hier nicht im Tippsmenü schreiben. Danke. So, ab zurück nach Hardenfell. Wie sieht es mit dem Meteor aus? Der dürfte jetzt nicht auf die Stadt gekracht sein. Der müsste jetzt wieder schön oben weit im Himmel schweben, rein theoretisch. Oder? Wir sind hier. Das hat wirklich geklappt? Nun, schön, dass ihr noch lebt, Assistentin. Schnell, Fremdländerin! Um Vivek ist es fast geschehen. Meine Zeit, sie neigt sich dem Ende zu. Wart ihr erfolgreich? Könnt ihr meine Energie wiederherstellen? Ich hab den Stab, aber beim letzten Mal hat ihr euch beinahe umgebracht. Ihr habt also meine gestohlen zurückgeholt. Ihr habt Barbas aufgehalten. Nun gebt mir zurück, was rechtmäßig mir gehört. Aber woher nehmen wir die Gewissheit, dass euch der Stab nicht noch einmal schadet? Um aus meiner 75. Ermahnung zu zitieren, Gewissheit ist der Bruder der Angst. Nichts ist sicher. Aber ich habe Vertrauen in euch
in das, was ihr getan habt. Benutzt den Stab. Gebt mir meine Energie zurück. Oder auch nicht. Schon bald wird es keine Rolle mehr spielen. In Ordnung, ich werde den Stab einsetzen. Oh, seid doch vorsichtig. Und stellt meine Energie wieder her. Hat's funktioniert? Wie weg? Ja! He's back! Reiset wie weg, seine Energie ist wiederhergestellt. Nice! Bemerkenswert. Weder ein Ordinator noch ein Kriegswappenträger hätte das besser hinbekommen. Ihr habt einen dädrischen Verräter in unserer Mitte aufgedeckt, einen lebenden Gott von der Schwelle des Todes zurückgeholt und ganz Wardenfell gerettet. Gut gemacht, meine Freundin. Ja, ich habe getan, was ich konnte. Und meine nächste Lektion soll verkünden, Bescheidenheit ist der trügerische Mantel des Schmeichlers oder die ehrliche Gewandung des Demütigen. Ein weiteres Mal gehört euch meine Dankbarkeit und die meines ganzen Volkes. Genauer gesagt, schulden selbst diejenigen, die dem Tribunal trotzen wollen, euch ihr Leben. Ach schön, ich bin froh, dass es euch wieder gut geht. Ihr habt viel für mich und Wardenfell getan. Doch wie die Krieger sagen, denkt nicht, dass die Schlacht schon geschlagen ist, wenn der Gegner tot am Boden liegt. Herz und Hirn des Volkes wollen ebenfalls noch gewonnen werden. Ich muss euch um einen weiteren Dienst bitten. Wobei soll ich euch jetzt helfen? Dankbarkeit ist ihr eigener Lohn, sagte ich einmal zu einer Menschenmenge in Ebenherz. Ich habe allerdings festgestellt, dass manche meiner Anhänger etwas Greifbareres sehr zu schätzen wissen. Helft mir, jene zu belohnen, die uns bei der Rettung Wardenfels Beistand geleistet haben, auf dass mein Volk neue Zuversicht finden möge. Okay, ich kann euch helfen, Leute zu belohnen. Aber wie? Wie soll ich euch denn jetzt helfen, Leute zu belohnen? Geht für den Anfang den Siegelring des Erzkanonikers aus der Halle der Weisheit holen. Es ist an der Zeit, einen neuen Hohepriester zu ernennen. Ich werde mein Volk zusammenrufen und euch bei meiner Statue im zentralen Kanton treffen. Das wird eine prächtige Zeremonie, meine Freunde. Nun gut, ich beschaffe das Siegel und treffe euch im zentralen Kanton. Noch wer wird wohl... Aufgabe, bevor euer Dienst endet, meine Freunde. Wen will er denn da krönen? Aber egal, Leute, die Folge ist schon überlang. Viel zu lang. Wir sind fast bei 30 Minuten mit Endscreen. Egal, ich breche das hier schnell ab und versuche noch eine Folge aufzunehmen. Ach Gott. Die Aufnahme-Session wird nicht enden. Mann, ich hatte heute vor 4 Folgen aufzunehmen. Wir sind schon wieder bei 8. Mann, egal. Es macht so mega Spaß, das Spiel. Es ist so geil. Mann. Mann, habe ich gerade ziemlich oft gesagt. Ne, Mann? Ja, lass auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und nettes Kommen, konstruktive Kritik, alles unten rein. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zur nächsten Folge von The Elder Scrolls Online. Tschüss, Leute!